Jo Leute, Wazer C heute wieder am Start mit einer weiteren Dekur-Folge. Ja, diesmal spielen wir die Story mal etwas weiter. Die Mission befindet sich hier in der Tasche, heißt die. Man bekommt plus 10. Wenn die abschießt, bin ich hier hingesprungen. Man hätte die auch können sofort starten. Aber dann seht ihr auch etwas, das Umfeld ist auch nicht so verkehrt. Ja, plus 15, wenn wir Gold holen, dann muss ich das mal richtig transportieren, das Paket schnell zum Die Ziel. Koffer Oh mein sehen Gott, wertvoll das sind aus. so die Missionen, wo Diese ich immer, Biowaffe ist ein Leben und äußerst empfindlich, also fahr vorsichtig. Wo ich Ist mir immer recht. Fehler mache. Bin jetzt unterwegs zum Flughafen. Weil ich mich bei solchen Vorsicht, Sachen nie Mitbewohner des richtig Koffers konzentrieren schimmert. kann. Ich habe noch 3 Minuten Zeit, das ist das Schlimmste daran. Und oben die Uhr so tickt. Vorsicht, die sind unersetzlich. So, ich habe ein Problem. Mit Harry? Nein, was anderes. Da ist ein Typ in der Leitung, der will, dass ich ein paar teuer aussehende Koffer abliefere. Nicht der übliche Five Ten. Wer ist es? Keine Ahnung. Er benutzt eine Art elektronischen Stimmenverzerrer. Ich gehe dem nach. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, dass dieser Crash nicht gerade nicht so viel Zeit gekostet hat. Weil das wäre fatal, wenn man jetzt hier dieses Event fährt. Dann die 5 Sekunden da, wo wir jetzt verloren gegangen sind, dazu führen, dass ich die Zeit nicht reicht. Also das wäre schon etwas enttäuschend. Ich möchte auch die 2 Medaille holen, nicht immer nur Bronze. Das Spiel ist einem auch nicht so leicht. Auto wird. Pass auf, ich habe einiges dafür bezahlt. Kilometer. Minute. Gut. Vorsicht, die sind unersetzlich. Ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Ja, hat bestimmt ein paar Nussflaschen. Die Uhr tickt. Fast da. Meine Leute treffen mich für die Übergabe. Pass auf, ich habe einiges dafür bezahlt. Hat sogar noch 15 Sekunden Zeit. Ich denke, das war Silber. Ich weiß es aber auch nicht. Erfüllt. Dreckstufe 14. So muss das hier funktionieren. Ja, Silber bekommen, wie geahnt. Ein neues Ansaugsystem gewonnen, Stufe 13. Das doch mal. Oh, das verbessert das Auto richtig brutal. Auf 100. Exzellente Arbeit. Ich behalte dich im Auge. Ah, wie war der Name? Habe ich nicht gesagt. Hi Zoe, hast du was? Über eine Person habe ich nichts. Nur über ein Gebäude. Und? Ein FBI-Gebäude. Wow. Coburn? Coburn. Das ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Okay. Warte, du weißt, dass Coburn mich erkennen wird, oder? Wird er nicht. Deine falsche Akte ist eingepflegt und wie gesagt, die Five Tens sind sein blinder Fleck. Mit einem Tattoo hält er dich für sicher. Nun, du weißt, dass er mich verhaftet hat am Tag, als Dayton starb. Er kennt mein Gesicht. Er wird sich erinnern. Wenn du ihm direkt gegenüberstehst, vielleicht. Aber bis dahin haben wir genug Beweise gegen ihn. Otto wird doch immer stärker hier, wie ihr seht. Locker mal 260. Funktioniert gut. Ich denke, eine Mission mache ich noch. So, wo ist die nächste? Ich heiß drauf. Oh, Fahrzeugstufe
175. Das können wir nicht schaffen. Ja, meine Idee wäre es jetzt mal, uns, dass wir uns jetzt hier noch etwas hochleveln, aber dafür brauchen wir zuerst mal ein paar Missionen. Schmutziges Geld, soweit sind wir auch noch nicht. Hier ist eine. Welche Stufe ist die? Beutetest. Ja, die mache ich. Müssen wir nicht unsere Outdoor-Stufe nach 75 kommen. Oh, die Beutetests, die sind richtig schwer. Die sind richtig schwer. Hätte ich besser die Geländeausstattung genommen. Oh Mann, einmal falsch eingelenkt. Einmal falsch eingelenkt. Das reicht schon, damit ihr so ein kleines Schuss, der vor uns fährt das Spiel auf. Also dieses Event. Mittlerweile auch schon viel mehr los in der Crew als gestern an Woody. Ja, leider nur Porsche. Ist ja auch egal. Obwohl, das bringt unserem Auto nichts. Das ist nicht egal. Boah, wie geht's hier jetzt weiter? Test, Tempotest. Oh, ein Tempo. Das, die finde ich eigentlich nicht schlecht. Spielmodus müsst ihr hier oben dann auswählen. Tempo, da ist es. Genau solch eine Mission brauche ich. Hätte ich besser etwas mehr Anlauf genommen. Wenn man Autos berührt, das wird ja dann abgezogen vom Multiplikator, der immer hier steigt. Und etwa diese Mission wirklich wird. Die hat es in sich. Ja, wo ist die nächste Mission? Gerade jetzt wird die Stimme weggegangen. Weil hier mal Filter. Das ist noch cool. Flucht ist cool. Fahrstufe 20, das bringt uns relativ wenig. Blitzreise, aber oh, gerade gibt meine Stimme ab und zu ein bisschen weg. Dreh mal um, hierfür braucht man nämlich richtig Tempo, sonst kann man da nicht weit kommen. Kommen die dann angeschossen hier? Sobald man 200 erreicht, wow, ah, etwa hier. So, jetzt gibt Gas. 370 Sets. Gold!
Ja, das war doch mal gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut gefahren. Und neuen Auspuff gewonnen und der haut unser Auto direkt auf Stufe 173. Ja, was für ein Piff können wir hier noch spielen? Eventuell Klettertour ist noch ein gar kein Spaß. Sprung ist noch relativ easy. Jetzt etwas Anlauf nehmen und dann ab in den Sprung. Und das war wieder Gold. So langsam habe ich es hier raus. So, an dieser Stelle bedanke ich mich hier fürs Zusehen. Schau bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mir gerne auch auf Twitter oder auf Facebook folgen. Oder ein Abo dalassen, wenn ihr hier von mir noch mehr sehen wollt. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge werde ich die Mission da spielen. Leider ist die Zeit etwas verflogen. Tschüss.